Wissen Sie, wer ist Alphonse Vérillon? Ja, wann, das war ja Musikbegleitung, da war es nicht, um da reinzureden. Aber Sie haben doch diesen Löschteich mal gesehen, ja. Und dann die Baracken oben, die Schreinerei, die Rapportstube und so weiter, dann das Revier oder Affirmerie, wie das auch noch hieß, wo die eventuell sehr Kranken gepflegt wurden. Manche kamen sogar nach Hermeskal zu den Nonnen ins Krankenhaus da und sind dort ganz gut gepflegt worden. Man kann jetzt das nicht mehr so erklären, wenn man sah zwar auch den Essraum, man sah an der einen Seite vorbei die Wohnbaracken der Häftlinge und auch der SS oben, aber den richtigen Bunker, den hat man nur von innen gesehen. Das waren die vergitterten Wände da, das waren die Einzelzellen. Und die sah man nicht von außen, denn die hatten nur oben eine Luke. Die hatten nicht die langen, großen Fenster, wie die, weil ja der Gefangene in diesen Einzelzellen nicht sehen, hören durfte, dass man dort verdunkeln konnte und dass er nicht ausbrechen konnte. Ne? Eventuell. Aber wo wäre er hingelaufen? Vom Regen in die Traufe. Ja, man muss noch mal festhalten, es sind also Aufnahmen aus dem Frühjahr 1946, also schon fast ein Jahr nach Aufgabe des Konzentrationslagers. Wir verfügen ja auch über einige Fotos aus dieser Zeit. Es ist aber trotzdem, sagen wir mal, auch in vieler Hinsicht immer noch interessanter auch als das Bildmaterial. Und für mich war vor allem interessant, ich saß ja eben hinter Ihnen, bei der Filmbetrachtung, wie Sie direkt den Abbé Joseph de la Martinière identifiziert haben. Das ist der Herr mit dem schwarzen Hut gewesen, der aus Frankreich dorthin deportiert worden ist und dann nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere Hinzert aus französischer Sicht aufgearbeitet hat. Fragen an Herrn Meunier, an uns zu richten oder auch Anmerkungen zu machen zu dem, was Herr Meunier berichtet hat. Ich wohne in Luxemburg, bin Deutscher, wohne seit 35 Jahren in Luxemburg. Es sind alle Luxemburger, die in Hinzert umgekommen, ermordet worden sind, zurückgeführt worden, 46 etwa nach Luxemburg, hat man alle Gräber, alle Stellen, an denen sie vielleicht verscharrt wurden, gefunden. Wie viele Luxemburger sind in Hinzert umgekommen, ermordet worden? Und die Zahl der zurückgeführten 1946 ist, glaube ich, im Verhältnis dazu eher gering. Nach meinem Kenntnisstand sind also an diesem Tag insgesamt 51 Luxemburger überführt worden. Das waren also diejenigen, die 1944 ermordet worden sind. Das waren diejenigen, die 1942 ermordet worden sind. Es waren sechs die in Wiesbaden umgekommen sind. Das waren also im Außenlager von Hinzert. Und es waren zwei oder drei, die in Hinzert ums Leben gekommen sind aufgrund der Umstände. Also ob das jetzt aufgrund von Hunger, aufgrund von Krankheit war, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber sie sind nicht in dem Sinne ermordet worden, dass sie also erschossen worden sind. Das waren die. Und soviel ich mich richtig erinnere, sind es insgesamt 83 Luxemburger, die in Hinzert ermordet worden sind oder zu Tode kamen. Also war das zum Beispiel der
Vater, das ist jetzt in Hansen, ja. Der ist gestorben, weil er bei der Ankunft für die Rapportstube von einem Ersatzmann mit dem Fuß in den Unterleib getreten wurde. Und dann ist das geschwollen. Er wurde 3 Tage nicht behandelt. Und als er dann endlich nach Hermeskeil kam, da war es zu spät, da ist er gestorben. Dasselbe geschah mit einem Renkens aus dem Norden, bei der Ulflingen, bei Traviers Ulflingen. Und der Erste, der als ich da war, das war der alte Herr Robert, ein Zöllner, den wollte man dazu zwingen, ein luxemburgisches Lied zu singen. Dann haben die den so zusammengeschlagen, dass er 3 Tage nachher gestorben ist. Das war Robert, hieß der, mit dem Familiennamen. Der war dann so malträtiert, besonders die Alten sind fast alle auch gestorben. Die haben das nicht ausgehalten. Nach und nach, auch in den anderen KZs, waren die älteren Leute waren viel schlimmer dran und waren auch eher anfällig für Krankheiten und so weiter. Es sind einige in Hermeskeil gestorben. Es war eine Diphtherie-Epidemie, man kann nicht sagen Epidemie, aber es waren viele Diphtherie-Kranke da sind einige gestorben, auch zum Beispiel vorher Säul, auch durch Krankheiten so, respektive durch Schwäche. Es gab auch andere, die aufgegeben worden sind, die von den Nonnen dann wieder aufgepäppelt worden sind, da war die Schwester, besonders 2 Schwestern, Schwester Ernesta und Schwester Paulina, die haben das Unmögliche möglich gemacht, um noch zu retten, was zu retten war. Da war zum Beispiel ein Winter aus Bastendorf, der hat ein Phlegmon, ein Wanderphlegmon. Das ist ein Gefühl, das nicht kapselt. Und der ganze Körper wird dann voll eiter und er wird immer dicker. Und Chabot hat nichts, um ihn zu. Keine Vitamine, kein. Chabot war der französische Arzt, der ihn hätte behandeln können, aber er hatte keine Vitamine und auch nichts, um ihm bessere Kost zu geben. Und da hat er ihn dann auf die Quarantäne geschickt, um zu sterben. Und dann platzte dem das rechte Bein und der ganze Schmutz, der ganze Dreck lag. Ich sehe noch, wie man ihn gebracht hat. Da hatte die ganze Strieme von diesem Schmutz, von diesem Eiter, hat er vor dem Revier auf dem Weg da verloren. Und dann hat man ihn. Hat Chabot ihn 2 Tage lang gepflegt und dann wurde er nach Hermeskeil zu den Nonnen gebracht. 80-jährig ist er gestorben. Das war natürlich, ich sage immer, das Wunder von Hinzert. Das waren natürlich Ausnahmen, aber es sind viele. Durch das anders Leben umgekommen, wie zum Beispiel ein gewisser Müller aus Wels, ein Kamerad von mir, der war gewohnt, von landwirtschaftlichen Maschinen ein Vertreter, der kam dann immer mit bei den Bauern. Der war immer gut genährt und kommt dann nach Hinzert. Es schmeckt ihm da nicht, das Ganze geht ihm nicht. Und der ist regelrecht an Trübsinn gestorben. Nicht? War er auch vielleicht krank, ich weiß nicht. Aber weil er aus einem
ganz anderen Lebensmilieu herausgerissen worden ist, konnte er sich nicht einleben, nicht umstellen und ist kurz, er war noch nicht lange da, denn ich war noch nicht aus den Verhörprozeduren heraus, also war kaum einen Monat in Hinster, ist er gestorben. Der Robert, der ist 3 Tage, nachdem wir ihn da zusammengeschlagen haben, weil er nicht singen wollte und nicht singen konnte, ist auch der gestorben. Und die anderen, der Hansen und Schaf, der selbst den Namen von Ivan der Schrecklich gegeben hatte, der hat mit Absicht, die Männer, das waren ja Männer da, in den Unterleib getreten. Und da sind sehr, sehr, sehr viele gestorben, besonders Nadelnebelfranzosen. Von den Nadelnebelfranzosen sind garantiert nicht ein Drittel registriert worden. Da sind ganze, überhaupt nicht eingeschrieben worden. Der Bader weiß, dass zum Beispiel den Fall, da war der Reitlehrer von Maison Lafitte, kennt ein Reitlehrer von den Steinen spalten, der konnte einen Schieferstein nicht spalten. Dann hat man ihn gezwungen, mit einem Meißel und einem Hammer den Bach zu begradigen unten. Aber nach unten sitzen, dass das Bächlein in den Unterleib und die Hose lief und das Nest. Aber er hatte Glück, es war erst Ausgang September und er musste abends das Reitpferd von Sporenberg zureiten, so kam er vorbei. Aber diese Prozedur wurde beibehalten und im strengen Winter bei minus 15 Grad hat man 4 so als Eisklumpen zu Tode ermordet, unten in der Schiefergrube. Ich wollte mal fragen, wie viele Gefangene gab es zur Zeit der höchsten Belegung in Hinsert? Es Lehrer war mit 500 Mann vollbelegt. Es waren aber zeitweise 1500 da. Dann mussten auf den Britschen dann so, zwischen den zwei, die da lehren, musste ein anderer noch hinzugelegt werden. Oder unten auf der Quarantäne lehren sie manchmal sogar zu 4 in diesem. Besonders wenn da so schubweise das kam, wie als die Nadelnebelfranzosen kamen, vorher schon als die Legionäre kamen und auch die Spanienkämpfer, das gab dann so Schube und das dann ging das in die Höhe hinauf. Dann wurde alles doppelt und dreifach belegt, und aber es war wenigstens hygienisch einwandfrei in Hinsert, dann in Neubrücke, Hopstetten. Da mussten wir auch so liegen, aber zu 300 in einer Baracke, 3-stöckig und auch überbelegt mit Zwischenräumen und so. Und als Toilette hatten wir eine leere Kabitztrommel, die haben wir nah an die Ausgangstür hingeschoben. Das war unsere Toilette. Und die um 10 Uhr wurde das Licht ausgemacht. Und es war Nachtruhe. Und um 11 Uhr war diese Trommel ja schon längst gefüllt. Nicht? Auch in Kochem war es das Gleiche, auch mit diesen Trommeln. Und in Hopstetten, da hatten wir im Lager, es waren so über 300 Gefangene da und eine Toilette, und da war vor dem Lager so ein Plumpsklosett mit Stangen gemacht, mit Wasserspülung, das ging gleich in den Bach. Da war die Hygiene schrecklich. Gab es in Hinsert nur Ausländer oder auch deutsche Gefangene?
Es gab Deutsche, aber sehr wenige. Die Deutschen kamen meistens in die größeren KZs sofort. Es gab zu Beginn gab es in Hinsert einige Deutsche. Es gab Deutsche, die lange da waren, wie zum Beispiel der Unterkapo Heinrich. Der war längere Zeit da. Dann gab es so Gefangene, die eventuell aus den Nachbardörfern kamen, aber nur Einzelne. War zum Beispiel einer, der hatte eine dumme Bemerkung gemacht. In der Ortschaft wurde angeschmiert, kam nach Hinsert und dann hat er da gesagt, egal wie, was er mit mir macht, der Krieg ist sowieso für uns verloren. Am anderen Tag kriegt der Oberkapo den Befehl, dass er den töten müsste, weil der Wehrzersetzung oder politische Zersetzung gemacht hat. Er wurde dann im Lager so umgebracht als Deutscher. Ich habe drei verschiedene Fragen. Und zwar eine Frage dahingehend, war es nun, wie ich immer wieder gelesen habe, ein SS-Sonderlager oder war es ein KZ? Ich habe immer wieder erfahren, es war ein SS-Sonderlager. Gibt es da besondere Unterschiede und waren die Insassen nun auch gezwungen, irgendwo Zwangsarbeit außerhalb zu leisten? Dann wäre ja die Möglichkeit gewesen, in Kontakt mit der Bevölkerung zu kommen. Aber wenn das nicht der Fall war, dann war wahrscheinlich alles so abgeschirmt, dass durch alle möglichen Einrichtungen wie Gestapo und so fort eine Kontaktnahme mit der Bevölkerung nicht möglich war. Es könnte aber durchaus sein, dass die Bevölkerung irgendwie etwas darüber erfahren hat. Und da würde mich besonders interessieren, hat sich die Bevölkerung da nun irgendwie auch geäußert? Dann die andere Frage ist noch, Sie hatten erzählt von Ihrer Arbeit, als Sie einen Bach umleiten mussten und dass die Amerikaner, die Engländer, mit Tiefliegern angegriffen haben. Es gab so gute Geheimdienste, der Amerikaner und auch der Engländer. Ich meine, die hätten wissen müssen, dass dort zum Beispiel Luxemburger tätig sind und hätten dann nicht angreifen dürfen. Also ich glaube, ich meine, das müsste man den Alliierten vorwerfen auch, dass die keine Rücksicht anscheinend darauf genommen haben. SS-Sonderlager Hinsert ist die historische Bezeichnung, die auch sich überall durch in den Akten dieser Zeit findet. Es ist aber auch spätestens seit Februar 1942 als Konzentrationslager einzustufen, und zwar spätestens zu dem Zeitpunkt, wo das SS-Sonderlager Hinsert zur Amtsgruppe D des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes der SS überführt worden ist und damit im Gesamtkontext war der Konzentrationslager, in denen auch das SS-Imperium, Wirtschaftsimperium aufgebaut worden ist. Das führt schon rüber in diese zweite Frage mit dem Bezug Zwangsarbeit. Das hat es dann vor allen Dingen ab 1942, natürlich hat es vorher auch Arbeit gegeben, die Zwangsarbeit in dem Sinne war, ein Häftling hatte immer mehr oder weniger Zwangsarbeit zu leisten. Und diese Arbeitseinsätze fanden natürlich überwiegend außerhalb des Lagers statt, im Umfeld von Hinsert und in Trier, aber auch weit darüber hinaus, denn es hat also über 60 Außenlager und Außenkommandos gegeben, bis hin nach Wiesbaden, wurde schon genannt, Wiesbaden unter den Eichen, Mainz-Finden, Langendiebach ist vom Herrn Meunier genannt worden, Mannheim-Sandhofen, also so weit erstreckte sich dieses Imperium. Und gerade dort bei diesen auswärtigen Arbeitseinsätzen und auch bei den auf den Fahrtwegen dorthin hat es natürlich immer wieder Kontakte zur Bevölkerung gegeben. Das heißt, man konnte und wenn man sehen wollte, auch schon sehr vieles mitbekommen. Und es gibt Briefe, auch anonym gehaltene Briefe, sogar an den Reichsführer SS Himmler, wo eine Frau aus Hinsert schreibt, ich sage es jetzt mal sinngemäß, was da oben in Hinsert passiert, weiß hier jedes Kind. Also es
gab diese Kontaktmöglichkeiten. Es gab auch sehr unterschiedliches Verhalten. Es gab durchaus auch Verhalten von der Zivilbevölkerung, in beschränktem Maße Unterstützung zu geben, mal einen Eimer Wasser hinzustellen an den Straßenrand, dass sich ein Häftling erfrischen konnte, oder mal eine Kartoffel hinzulegen. Es gab natürlich auch andere Reaktionen, zum Beispiel die, dass beim sonntaglichen Kirchgang man durch den Zaun schaute, wenn der Läuseappell durchgeführt wurde, wo die Häftlinge sich nackt hinstellen mussten und auf Läuse untersucht worden sind. Also es gibt da sehr eine große Spannbreite. Was das Letzte angeht, würde ich sagen, da würde ich Ihnen nicht so ganz zustimmen wollen. Das ist eine schwierige Frage. Was die Alliierten angeht, muss man halt auch immer berücksichtigen, was sind die Ursachen für diesen Krieg gewesen? Welches Leid ist von Deutschland aus in diese Länder getragen worden, bevor es dann natürlich auch auf Deutschland zurückkam? Sicherlich hätte man das eine oder andere, aber da wäre ich sehr, sehr vorsichtig aus meiner persönlichen Meinung heraus, da den Alliierten jetzt, sagen wir mal, bewusst oder zu unterstellen, dass sie da, nicht adäquat gehandelt hätten. Das ist schwierig, das ist schwierig. Aber ich würde das etwas anders sehen. Der Krieg ist von Deutschland nach außen getragen worden. Und das ist dann immer schwierig, auch für Alliierte zu sehen und die Informationen zu bekommen. Gerade jetzt, sagen wir mal, bei der Vielzahl der Außenkommandos und Außenlager, dann hätten die nämlich sozusagen überhaupt nicht mehr Bomben abwerfen dürfen, weil fast überall flächendeckend Häftlinge im Einsatz waren. Die deutschen Männer waren ja alle an der Front. Darum musste man ja die Zwangsarbeiter mehr oder weniger hier in allen wirtschaftlichen Bereichen auch einsetzen. Das ist ein Problem. Ich gebe Ihnen recht, dass man hier und da auch, was die Frage Auschwitz angeht, wo das auch schon lange bekannt war, im Nachhinein sagen muss, naja, aber ich würde diese Sache nur immer unter dem Aspekt diskutieren wollen, dass eben der Krieg von Deutschland ausgegangen ist. Die Frage vielleicht an Sie, Herr Mounier, was Sie empfinden, wenn Sie den Film sehen, was der Film für Sie bedeutet? Ich muss Ihnen sagen, dass ich da in dieser Hinsicht jetzt schon ziemlich abgestumpft bin. Das Einzige, was mir Schwierigkeiten, seelische Schwierigkeiten macht, dass wenn ich so ein Referat oder so ein kleines Gespräch wie jetzt wieder in den Gedanken zurückrufen muss, dass ich da manchmal komische Gedanken kriege, sogar Wut. Ich will hinzufügen, keinen Hass, denn ich habe Deutsche nicht gehasst. Ich habe sogar die Wärter nicht gehasst, die habe ich links liegen lassen. Die habe ich aus meinem ganzen Gewissen herausgehalten. Das war ja die größten Dummköpfe, die größten Idioten, mit Ausnahme der Oberen. Das waren, aber mit denen kam ich ja nicht in Kontakt. Aber wenn Sie diese Werte da, diesen Schaf, den Reis, das Dümmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe, er hat es nicht einmal zum Klempen der Lehrling gebracht. Der Pammer ebenfalls hat sie als Gärtner aufgeführt. Er hat vom Gartenbau nicht einmal die Lehrprüfung bestanden gehabt. Das waren dann das Einzige, was sie konnte, dreinschlagen. Töten. Das war ja für sie, von oben herab war das ja ein gutes Beispiel. Röhm hat seinen besten Freund in Röhm, Hitler hat seinen besten Freund in Röhm, ermordet mit ungefähr 180 von seinen Freunden und Kumpanen. Vorher, die er sah, hat ja nur alles totgeschlagen. Manchmal war es gar nicht gegen die Juden gemeint. Es war nur, um die Geschäfte zu plündern.
Nicht? Die große Gier hat ein, gibt es einen Artikel, der darüber spricht. Die wussten manchmal gar nicht, was da los war. Die waren früh, wenn die SS ein Judengeschäft aufbrach, dass die hinein sich verproviantieren gehen konnten. Es ist nicht daran gedacht, weil Sie diese Frage auch gestellt haben, sozusagen das Lager nochmal zu rekonstruieren, also nochmal aufzubauen. Das halten wir nicht für sinnvoll, zumal es ohnehin also nicht denkbar ist, dass man so etwas machen kann. Es wird aber in diesem Dokumentationszentrum künftig eine dann informative Ausstellung geben, wo man insbesondere mit authentischem Material arbeitet. Ich wollte den Herrn Meunier fragen, ob er irgendwie etwas von deutschen Gefangenen weiß. Ja, von den wenigen, die ich begegnet habe, habe ich ja schon den Unterkapo, den Heinrich, aber wie der mit dem Familiennamen hieß, das habe ich nie erfahren, weil wir immer nur mit dem Vornamen angeredet haben. Den Namen von der ermordet wurde, weil er gegen das Regime laut redete, der dort vom Kapo totgeschlagen wurde, habe ich irgendwo zu Hause, aber ich bin kein Lexikon, entschuldigen Sie. Davon aus, dass zwischen 13.600, 14.000 Häftlinge insgesamt zwischen 1939 und 1945 in Henstedt waren. Wir haben namentlich aufgelistet Hinweise bis jetzt. Es sind vielleicht 6.000. Ganz herzlichen Dank, Jos Meunier, dass Sie sich auch heute wieder zur Verfügung gestellt haben. Und das ist eben unersetzlich, was Zeitzeugen, insbesondere so Kenner der Materie, auch wie Jos Meunier, hier beitragen können. Und ich danke Ihnen für Ihr Interesse, dass Sie teilweise auch von weit her gekommen sind. Wenn Sie Interesse auch an unserer Arbeit haben und Sie noch nicht den Kontakt zu uns haben, dann hinterlassen Sie uns bitte Ihre Anschrift. Wir werden Sie dann auch persönlich einladen zu Veranstaltungen.